So, grüß euch. Ostern. Ostern, Ostermontag heute. Ostermontag heute. Es ist ein interessantes Fest oder interessante Zeit, ne? Zu Ostern rum. Ne? Ostern für die einen, Ostera, Ostara für die anderen. Ne? Also etwas kirchlich Überdecktes. Wobei Ostara natürlich auch so eine heilige Geschichte ist, von der man nicht so genau weiß, ne? Wo es eigentlich wirklich herstammt. Und Ostern, die Auferstehung, die man ja heute am Ostermontag feiert bei den Christen, Pessachfest. Es ist ja alles so die gleiche Zeit, in der gefeiert wird. Und man feiert das Leben, die Auferstehung. Also es ist eine Feier des Lebens. Egal aus welchem Brauch und aus welcher Region man kommt, man feiert um diese Zeit das Leben. Spannend ist, dass zu diesem Fest ein großes Töten um den Planeten geht, weil man muss ja opfern. Das Osterlamm. Zum Beispiel, das ist ja nur ein Beispiel. Man feiert also das Leben mit dem Vorrang des Tötens. Und wir haben jetzt viel diskutiert, deswegen war es mir einfach einmal wichtig, da mal kurz drüber zu sprechen und meine Sichtweise da zum Ausdruck zu bringen. Die einen sagen, der Brauch kann weg. Die anderen sagen, das geht nicht. Wie stellt ihr euch das vor? Ne? Brauchtum ist wichtig. Ne? Aber wie wäre es denn, wenn wir einfach Teile der Brauchtümer einfach mal hinterfragen und vielleicht mal weglassen und vielleicht uns so weit mal Gedanken machen, dass wenn wir das Leben feiern, wirklich das Leben, dass wir dann genau zu diesem Fest weder töten noch töten lassen, noch Leid verursachen. Für mich sind diese beiden Dinge komplett konträr. Wenn ich das Leben nur dann feiern kann, wenn ich unschuldige Lebensformen, Lebewesen töten muss, dann glaube ich, habe ich irgendwas an dem Begriff Leben nicht verstanden. Und viele dieser Brauchtümer, die sind schon in Ordnung. Aber wieso müssen wir seltsame Dinge tun? Wegen dem Brauchtum? Sind wir nicht in einer Zeit angelangt, wo wir Dinge durchaus hinterfragen können und sogar müssen, dass wir uns selbst mal in einem klaren Bild sehen, uns vor den Spiegel stellen und uns so sehen, wie wir dann tatsächlich sind und was wir tun? Ich weiß, immer wieder Diskussionen, ich sehe es immer in diesen Chats, kaum wird mal ein kritischer Post gestartet, wo es um das Töten unschuldiger Lebewesen geht, was aus meiner Sicht völlig unnötig ist, kommen die Diskussionen. Und die werden ausnahmslos emotional geführt. Dann werden Fakten angebracht, die gar keine sind. Dann werden Argumente angeführt, die auch keine sind. Sondern es sind viele, viele Ausreden, die man als Argumente deklariert, aber letztendlich gar keine sind. Nur um eine bestimmte Weltsicht, eine bestimmte Haltung, bestimmte Gewohnheiten aufrechtzuerhalten. Wir leben im 21. Jahrhundert. Wir leben eigentlich im Informationszeitalter. Für jeden Menschen ist es möglich, schnell an Informationen zu kommen, auch nochmal gegenzuchecken, nochmal ein paar andere Informationsquellen rauszusuchen und zu erkennen, okay, was steckt da tatsächlich dahinter? Wenn ich mir dieses Fest anschaue, was die meisten Menschen begehen, ich tue es gar nicht, ich habe weder was mit Festen und Festen übrig, noch habe ich was mit Brauchtum zu tun, das alles hat mich noch nie wirklich interessiert, aber das bin halt ich. Für andere Menschen ist das wichtig und das ist auch gut so.
Aber tatsächlich zu hinterfragen mal, was tun wir eigentlich, dass wir mal so weit erkennen, dass wir sehen, dass Leben und Töten einfach nicht zusammengehört. Wir haben jetzt, und das ist wirklich, wirklich übel, wenn ihr euch die Zahlen mal anschaut und wenn ihr eure Augen mal öffnet zu dem, was gerade um die Osterzeit herum passiert, gerade mit den Schafen, die hier rumgekarrt werden, Lämmer, wenn ich Begrifflichkeiten wie Milchlamm höre und macht euch mal Gedanken darüber, was das bedeutet. Es werden den Muttertieren die Babys entrissen, Babys, weil sie ja Milchlämmer sind. Ja. Die haben noch kein Gras gefressen. Die hängen an der Zinse, die werden den Muttertieren entrissen und die schieben wir dann in den Backofen. Zum Fest des Lebens. Wenn man es genau betrachtet, dann wären es ja alttestamentarische Opferrituale, die wir da tatsächlich begehen. Alttestamentare Opfer. Was glauben wir, wen wir damit huldigen? Dem Leben sicher nicht. Das Leben würde das Leben würdigen und schätzen im allerhöchsten Maß. Und würde auf solche Opferrituale verzichten. Das würde das Leben tun. Wir haben jetzt Frühling. Wir sehen überall, das Leben kehrt zurück aus dem Tiefschlaf. Überall blüht es. Die Kräuter stehen schon draußen. Die ersten. Der Bärlauch ist da. Es ist, fängt an, üppig zu werden. Der Tisch ist reich gedeckt. Das ist das Leben. Das Leben zeigt sich in seiner Vielfalt, in einer essbaren Vielfalt. So wie wir zum Beispiel das Erntedankfest feiern. Etwas, wo ich sage, ja, das wäre etwas, wo ich sagen kann, danke zu sagen für die Ernte, die man eingefahren hat. Danke zu sagen, dass die Natur uns üppig beschenkt und belohnt für die Arbeit, die wir dort einsetzen. Mit wunderbaren Lebensmitteln. Lebendige Mittel, die wir brauchen, um zu leben. Warum fällt es so vielen Menschen so unglaublich schwer, Dinge zu hinterfragen? Schaut, wir feiern auch Weihnachten das Fest der Liebe. Liebe. Was bedeutet Liebe? Was bedeutet Liebe? Könnte Liebe irgendjemandem Schaden zufügen, den man liebt? Ich denke nein. Wieso werden zu diesem Fest so viele Tiere geschlachtet und landen auf den Tellern? Zum Fest der Liebe. Warum schließt unsere Liebe Tiere nicht mit ein? Warum schließt unsere Liebe die Welt nicht mit ein, mit allem, was darauf lebt? Warum ist es so? Warum verkommen Begrifflichkeiten, Worte, die so eine Tiefe besitzen, warum verkommen sie zur Beliebigkeit? Sie haben keine Bedeutung mehr. Wir sprechen über Liebe, aber wir praktizieren sie nicht. Wir sprechen über Frieden, Ostermärsche, kennen wir ja, ne? Es ist immer die Zeit, wo diese Ostermärsche für Frieden, die Menschen gehen auf die Straße für Frieden. Aber leben wir Frieden? Können wir von uns behaupten, dass wir Frieden leben, wenn wir Lebewesen für unseren Gaumengenuss quälen und schlachten? Können wir dann von uns behaupten, wir würden Frieden leben? Denn was wir tun, ist genau das Gleiche, was da draußen passiert. Der Stärkere greift den Schwächeren an und überfällt ihn. Wir greifen die schwächeren Lebensformen an, weil wir die technischen Möglichkeiten haben. Technisch sind wir jedem Tier auf dem Planeten überlegen. Und das nutzen wir aus.
wir sperren sie ein, wir halten sie in Konzentrationslagern, anders kann man das teilweise überhaupt nicht mehr bezeichnen. Und wir haben kein schlechtes Gewissen dabei. So viele Christen, die wir haben, die von Liebe sprechen und von Frieden, aber jeden Tag das Töten von unschuldigen Lebewesen gutheißen. Und keine Probleme damit haben, es immer weiter und weiter zu praktizieren. Versteht ihr? Selbst damit bringen wir schon zum Ausdruck, dass in uns gar kein Frieden ist. Wir nutzen schwächere Geschöpfe aus für unsere Zwecke. Ach ja, wir sollten ja die Welt uns untertan machen, stimmt. Aber ist nicht der König der erste Diener seines Volkes? Gehören die Lebewesen, die wir Tiere nennen, nicht auch dazu? Ist es nicht auch Teil der Familie Gottes? Wir sprechen immer von der Menschheitsfamilie. Versteht ihr, die Menschheitsfamilie grenzt sich ab und aus von allem drumherum. Wir sind ja eine Menschheitsfamilie. Wenn wir aber diesen Tellerrand verlassen und betrachten die Schöpfung tatsächlich, wie sie ist, dann stellen wir fest, dass alles, was erschaffen wurde, Teil von Gott ist. Alles ist Teil von Gott. Also ist alles Teil der Familie Gottes. Wir sollten uns doch zumindest zu diesen großen christlichen Festen, die wir ja in unseren Breitengraden feiern, wir leben ja im Kulturkreis des Christentums, ne? Dann sollten wir uns doch zumindest zu diesen großen Feierlichkeiten Gedanken machen über Begrifflichkeiten wie Liebe und Leben. Und sollten auch in uns gehen, schon beim Einkaufen. Und sollten uns Gedanken machen, dass Liebe einfach Liebe ist, die niemals ausgrenzen kann. Entweder wir haben ein Herz oder wir haben keines. Wir haben nicht ein Herz für Tiere und eines für Menschen. Ich glaube, das hat Albert Schweitzer mal gesagt. Wir haben ein Herz. Wir besitzen eine Liebe und wir sollten in dieses Herz aus so viel Liebe heraus agieren, dass wir alles Leben wertschätzen. In höchstem Maße. Denn Gott hat uns die Tiere nicht als Nahrung gegeben. Es sind unsere jüngeren Geschwister. Sie gehören zur Familie. Und wir haben niemals das Recht, dieses Leben zu nehmen und sie für unsere Gaumenfreude zu benutzen. Denn brauchen tun wir Fleisch nicht. Der Mensch braucht kein Fleisch, um zu existieren und zu leben und auch gesund zu leben. Dazu ist die Tafel reich gedeckt. Mehr als reich. Wir leben in einer Zeit, wo wir uns im Winter von Gemüse ernähren können. Wir haben Gewächshäuser, die wir sogar beheizen können. All diese Technologien besitzen wir. Wir haben mittlerweile die Fähigkeit, und es ist tatsächlich so, dass wir in allen Breitengraden auf diesem Planeten alles das ganze Jahr verfügbar hätten. Auch die Eskimos. Auch sie hätten technisch die Möglichkeiten. Ob wir diese Technologien nur nutzen, ist eine andere Geschichte. Das ist eine völlig andere Geschichte. Aber diese Grundsätzlichkeiten, dass wir uns wirklich tief mal mit diesen Begrifflichkeiten Liebe und Leben beschäftigen, gerade zu diesen Festen, was tun wir eigentlich hier? Was tun wir mit diesen Ritualen? Ich sage, lasst den Brauchtum stehen, aber nehmt das, was keinen Sinn macht, dem Leben schadet, einfach weg. Man kann das Leben feiern, ohne irgendjemandem Schaden zuzufügen. Das wäre sinnvoll. Man kann das Fest der Liebe feiern und aus seiner Liebe heraus alles mit einbeziehen, was lebt, was zur großen Familie Gottes gehört. Das wäre doch was. Anstatt immer in eine Verteidigungshaltung zu kommen,
alles verteidigen zu müssen, erklären zu müssen, warum, wieso, weshalb, ist doch, und warum Gott uns die Tiere gegeben hat, die wir essen dürfen, und. Wisst ihr, das ist eine riesen Litanei. Und all das widerspricht der Liebe. Und all das widerspricht dem Leben. Denn Leben heißt nicht sterben. Und wir sollten jede Lebensform, jeden Teil der Familie so hoch achten, dass wir dafür Sorge tragen, dass diese Lebewesen ihr Leben ohne Drangsal, ohne Qual bis zu ihrem natürlichen Lebensende fristen können. Wäre das nicht wunderschön? Wäre das nicht eine wunderschöne Welt, in der wir niemandem mehr Schaden zufügen, ob Mensch, ob Tier, ob der Natur? Das bedeutet für mich Frieden leben. Ich habe jetzt wieder Aufrufe gelesen. Wir müssen aufstehen und müssen gegen den Krieg vorgehen. Und wir müssen für Frieden auf die Straße gehen. Und ich sage, um wie viel wichtiger wäre es, Frieden erst zu praktizieren, zu leben, sich darüber Gedanken zu machen, dass wir in uns permanent in einem Frieden, in einem Kriegszustand sind, den wir auch nach außen tragen. Auf unserem Teller sehen wir, dass wir Krieg führen. Oder eben nicht. Was nutzt es, da draußen für Frieden auf die Straße zu gehen, wenn wir in uns überhaupt keinen Frieden haben? Wir bezeichnen uns als gute Menschen. Wenn wir unsere Stimme erheben und rufen Frieden, dann bezeichnen wir uns als gute Menschen. Aber sind wir tatsächlich gute Menschen? Existiert in uns kein Neid, kein Zorn, kein Hass, keine Ausgrenzung? Gestehen wir allen Lebensformen ihr eigenes Leben zu? Eine Kuh hat eine natürliche Lebenserwartung so von 25, 26, 28 Jahren, so genau kann man es ja nicht immer sagen, ja. Aber eine durchschnittliche Milchkuh in Deutschland schafft 4,5 Jahre. Nicht älter. Weil sie am Ende ist nach dieser Zeit. Hochleistungskühe. Wir sprechen hier von mechanischen Begrifflichkeiten. Sprechen wir übers Leben. Wir technisieren die ganze Geschichte. Damit wir das Leben nicht mehr erkennen. Fleischproduktion. Eine Kuh produziert so und so viel Milch. Das heißt, wir haben schon längst in etwas Lebendiges technische Begriffe eingeführt, damit wir nicht mehr fühlen müssen. Mit einer Maschine haben wir kein Mitgefühl. Mit etwas, was lebendig ist, ja. Das ist das, was wir getan haben. Versteht ihr? Wir führen beständig Krieg gegen das Leben. Wir führen beständig Krieg gegen die Schöpfung Gottes. Jeder, der gläubig ist, muss doch begreifen, dass wir nicht das Recht haben, gegen das Leben zu gehen. Wir bekriegen das Leben, wo es nur gerade geht. Die ganze Landwirtschaft, bis auf Ausnahmen, bekämpft das Leben. Es ist ein beständiger Kampf. Jeder Landwirt geht raus und kämpft erstmal gegen die Insekten, gegen die Krankheiten, gegen alles, was da draußen seine Ernte bedrohen könnte. Es ist ein permanenter Kampf. Und wir sehen den Zusammenhang nicht auf die Welt da draußen, dass dieser Kampf auch in Kriegen sichtbar werden muss. Er muss sichtbar werden, damit wir endlich begreifen, dass das, was da passiert, uns nichts anderes wie das reflektiert, was da schon lange in uns drin ist. Aber da schauen wir nicht hin. Wir setzen unsere Masken auf und zeigen ein Gesicht nach außen, was der Tatsache überhaupt nicht entspricht. Wow. Wir belügen uns selbst und wir belügen alle anderen. Und dann nennen wir uns Gutmenschen. Wie oft habe ich das von Menschen gehört, die letzten 4 Jahre? Ich bin ein guter Mensch. Und damit braucht man nichts mehr an sich verändern. Man ist perfekt. Ich bin ein guter Mensch. Kein Neid, keine Gier.
Kein Hass, kein Zorn, keine Wut. Nichts von alledem existiert in mir. In mir herrscht reiner, göttlicher Frieden. Na gut, okay, wenn wir mal zusammensitzen, dann darf ich mich schon aufregen über die Politik, über die Strippenzieher hinter der Politik, ja, über die ganze Ungemach, die jetzt kommt, die ganzen Steuerabgaben. Also da darf ich mich schon aufregen, da darf ich schon zornig werden. Aber ich habe Frieden in mir. Ich bin ein guter Mensch. Und weil ich ein guter Mensch bin, habe ich das Recht auch zu schimpfen, andere zu verunglimpfen, zu beleidigen. Alle Dinge darf ich tun, weil ich ein guter Mensch bin. Solche Sachen habe ich gehört. Versteht ihr, wir betrachten uns nicht so, wie wir wirklich sind. Wir sehen keinen Bezug zu dem, wie wir leben, was uns draußen reflektiert wird. Das alles ist abgegrenzt, ausgegrenzt. Das alles hat nichts mit mir zu tun. Wie denn auch? Wie soll denn das etwas mit mir zu tun haben? Die Ukrainer oder die Russen kenne ich alle nicht. Wie soll der Krieg etwas mit mir zu tun haben? Und wieder komme ich auf das eines der simpelsten, der einfachsten Gesetzmäßigkeiten, die so schwer zu verstehen sind. Innen und außen ist gleich. Diese Welt um uns herum ist eine Kinoleinwand. Und unser Projektor steht hier oben. Und mit diesem Projektor projizieren wir unsere inneren Welten auf diese Leinwand. Aber wir haben es abgegrenzt. Ich kann nichts dafür. Niemand kann irgendetwas dafür, was in dieser Welt passiert. Niemand. Es sind immer nur die bösen Mächte. Ist es nicht so? Im letzten Video habe ich es gesagt. Diese ganzen großen Weltreligionen. Sie sind nichts anderes wie Kriegstreiber. Kriegshetzer. Säbelrasselnde Religionen. Gott bekämpft Satan. Das Böse. Und wir hören nicht auf, das Böse weiterhin mit Dreck zu bewerfen, anstatt ein einziges Mal innezuhalten und zu versuchen, ob dieser Gott wirklich der Gott ist, an den ich glauben kann, der nicht mächtig genug wäre, seine eigene Schöpfung so zu erschaffen, dass es nur Liebe gibt. Der uns die Verantwortung gegeben hat. Uns Menschen hat er die Verantwortung gegeben, all diese Kräfte zu beherrschen. Aus Liebe. Macht zu besitzen kann nur aus Liebe existieren. Niemals aus der Macht an sich. Wir haben die Macht abgegeben an diese Kräfte. Es ist unsere Verantwortung, dass die Welt so aussieht, wie sie ist. Und jetzt sagen wir permanent, kann ich nichts dafür. Ich kann nichts dafür. Würden die Menschen nur ein einziges Mal wirklich nach innen schauen und sehen, was dort an großartigen Welten in ihnen existiert? Wisst ihr, Gott hat nicht nur sich selbst in uns hineingesetzt, sondern seine ganze Schöpfung. Alles, was wir da draußen jemals finden würden, ist alles bereits in uns. Aber wir wollen nicht reinschauen. Ich habe neulich in einem Gespräch gesagt, so oft in meinen Videos habe ich das angesprochen, so oft in persönlichen Gesprächen habe ich das erklärt. Nicht einer hatte diese Kindlichkeit, mich zu fragen, wow, wenn das so ist, wie komme ich dahin? Gibt es einen Weg, das zu erkennen? Gibt es einen Weg, mich selbst im Inneren zu erforschen? Versteht ihr? Für uns Erwachsene ist es einfach nicht zu fassen. Für ein Kind überhaupt kein Problem. Für uns Erwachsene, die wir uns so mit dieser Welt identifizieren, Probleme wälzen 24 Stunden am Tag, werden Probleme gewälzt, werden kleine Probleme aufgeblasen dadurch, dass wir ständig Energie reingeben. Und Gott steht da und sagt, ich bin doch hier. Ich bin hier, um euch zu helfen. Ihr müsst euch um alles selbst kümmern.
Und wir verstricken uns immer tiefer, immer tiefer, immer tiefer in diesem ganzen Irrsinn und in diesen Wahnsinn. Und das wird uns im Außen gezeigt und draußen wird nichts besser. Und wir hören nicht auf. Wir hören nicht auf, immer dasselbe zu tun und zu hoffen, dass jetzt etwas anders wird. Das soll ja ein Zitat von Einstein sein, der ja auch einer von den Bösen war. Also seid wirklich vorsichtig. Wir müssen heute wirklich vorsichtig sein, wen wir zitieren, weil eigentlich alle gehören sie zu den Bösen. Ja? Mit was für einer Anmaßung wir uns über andere Menschen drüber stellen und heute in der Zeit nach der C-Krise ganz genau wissen, welche Schublade wir aufmachen müssen und wen wir da reinzuschieben haben. Wir hören nicht auf. Wir hören nicht auf mit diesen Anmaßungen, mit dieser Überheblichkeit. Es geht munter weiter, munter geht es weiter. Die aufgewachte Szene, die ihre Augen so fest verschlossen hat und vor dem, was wirklich wahr ist, von dem nichts wissen möchte. Wann ist es soweit, dass wir in diesen Tempel eintreten und erfahren, wer wir wirklich sind? Wann haben wir den Mut, in diesen Tempel einzutreten und zu erkennen, wie großartig Gott uns Menschen und die Schöpfung erschaffen hat, die komplett in uns existiert? Wäre das nicht mal ein Gedanke wert, anstatt immer im Außen irgendetwas verändern zu wollen? Wir stehen auf, protestieren und demonstrieren gegen die Kriege auf der Welt und in uns drin tobt der allerschlimmste Krieg. Doch den sehen wir nicht. Den nehmen wir nicht wahr, weil wir nie gelernt haben hinzuschauen. Immer und immer und immer wieder gehen wir ans Spiegelbild und versuchen am Spiegel unser schmutziges Gesicht zu reinigen. Wann fangen wir an, darüber nachzudenken, dass es nicht möglich ist? Wann erkennen wir denn, dass es nicht möglich ist? Wir haben so viele Dinge, die uns seit Jahrzehnten beschäftigen. Den einen, die anderen vielleicht noch nicht ganz so lang. Aber es ändert ja nichts an der Tatsache. Wir haben die Kriege, wir haben die Ausbeutung, wir haben die Sklaverei, die niemals abgeschafft wurde, die haben wir immer noch. Viele Länder auf dieser Welt und auch europäische Länder haben ihre Sklaven, die tatsächlich Sklaven gehalten werden. Mittens in unseren Städten, mittens in unserer westlichen Kultur. Sklaven. Ja, so ist es. Wir haben die ganzen Grausamkeiten, wir haben die Umwelteinflüsse, wir haben ein Wetter, ein Klima, was künstlich erschaffen wurde, wo nichts mehr den Naturgesetzen entspricht, sondern Naturgesetze benutzt werden, um Kriege zu führen, Wetterkriege zu führen. Wir haben die Chemtrails da oben. All dieser Irrsinn, können wir irgendetwas davon verändern? Ist es so? Wenn wir all diese bösen Menschen wegnehmen würden, dort oben, glaubt ihr, es würde sich was ändern? Was glaubt ihr denn, wie schnell diese Plätze wieder besetzt würden? Von den gleichen Charakteren, die einfach nur noch freundlicher lächeln und noch nettere, freundlichere Reden halten. Wir würden nur eine Diktatur durch eine andere ersetzen. Wieso? Weil der wahre Diktator in uns sitzt. Und solange wir diesen wahren Diktator in uns nicht erkennen, wird sich da draußen auch nichts ändern. Denn innen und außen ist gleich. Wann fangen wir an, unsere eigenen Wünsche, unsere eigene Triebkraft zu hinterfragen? Wer in mir gibt mir denn ständig diese Wünsche nach noch mehr Materie, noch mehr Materie? Lass mal überlegen. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Diese Sprüche kennen wir alle. Wir leben sie aber nicht. Versteht ihr? Wir leben nicht danach. Wenn wir ein gutes Geschäft wittern, na klar, da schlagen wir zu. Das ist ein Phänomen, was ich aus meinem Leben, mein ganzes Leben lang kenne. Da gibt es so schöne
Seiten wie Kleinanzeigen. Da gibt es Leute, die wirklich dringend Geld brauchen, weil sie aus irgendwelchen Gründen in Notlage gekommen sind. Dann müssen sie schnell etwas verkaufen. Wie kann man schnell etwas verkaufen? Indem man es billig macht. In dem Moment, wo der noch mitbekommt, der es kaufen möchte, dass der Notverkauf macht, drückt man den Preis nochmal. Wir nutzen die Not der Menschen aus. Wir nutzen die Not der Mitgeschöpfe aus. Für unseren schnöden Vorteil. Oder? Das heißt, wir befinden uns im Krieg mit der Schöpfung. Weil die Schöpfung kennt es nicht. Die Schöpfung beschenkt alle Wesen reich. Reich mit allem, was sie brauchen, um zu existieren. Die Sonne sagt nicht zur Erde, du bist mir was schuldig. Verstehst du? So lange Zeit gebe ich dir mein Licht, jetzt bist du mir etwas schuldig und ich werde die Rechnung aufmachen. Wir sind hierher gekommen, um zu dienen. Das ist der Grund, warum Gott uns erschaffen hat. Gott hat uns erschaffen, dass er durch uns in seine Schöpfung wirken kann und all seine Gaben an alle Geschöpfe verteilen kann. Im Indischen gibt es ein schönes Bild mit dem umgedrehten Baum. Das ist der Mensch. Der Mensch sollte seine Wurzeln in Gott verankert haben und sollte die ganze Schöpfung mit seinen Früchten beglücken. Was tun wir? Wir beuten uns gegenseitig aus, wir beuten die Schöpfung aus, wir beuten die Natur aus, die Tiere, alle Geschöpfe werden ausgebeutet durch uns Menschen, weil wir unsere Wurzeln nicht mehr in Gott haben. Wir haben die Quelle unserer wahren Nahrung verloren. Und deswegen müssen wir von anderen Menschen leben. Und das tun wir jeden Tag, ohne dass wir es wissen. Was ist denn gelobt zu werden? Was bedeutet es? Es bedeutet, von der Energie, von der Aufmerksamkeit anderer Menschen, sich selbst zu nähren. Auch schlimme Taten werden begangen. Nur um der Aufmerksamkeit willen. Weil Aufmerksamkeit immer Energie bedeutet. Wir leben also in einer Welt des Vampirismus. Wir beuten uns gegenseitig aus. Unsere Handlungen sind in der Regel grundsätzlich dadurch bestimmt, dass wir entweder gute oder schlechte Handlungen vollziehen, damit wir Aufmerksamkeit bekommen. Weil wir die Anbindung zu der Quelle, die in allen ist, verloren haben. Aber wir brauchen Energie zum Leben. Wir brauchen Energie, um zu existieren. Aber der Zugang zur Quelle, den haben wir verloren. Würden wir nur begreifen, dass wenn wir uns an Gott anbinden, wir von niemandem anderem mehr abhängig wären. Wir wären wirklich frei. Wir sind frei von der Meinung anderer Menschen. Wir sind frei von dem Wohlwollen anderer Menschen. Wir sind mit der Quelle verbunden. Und diese Quelle gibt uns permanent Energie, damit wir alle anderen auch ernähren können. Wir sind die wahren Gebenden. Wir müssen nicht mehr Rücksicht nehmen, dass diese Energie irgendwann mal abnimmt, denn wir sind mit der einzig wahren Quelle verbunden, in der die Energie, die Liebe und das Leben permanent nachströmen. Wow! Das ist der Mensch. So sind wir erschaffen. Und wenn wir uns nur einen Augenblick betrachten würden, nur einen einzigen Augenblick, uns mal zurückziehen, und es uns betrachten im Vergleich zu diesem Schöpfungsakt, wie wir uns verhalten, würden wir beschämt das Haupt senken. Wir nennen uns Christen, Moslems, Hindus, Sikhs, Juden, wie auch immer. Leben wir das, was unsere Meister uns gelehrt haben? Nicht wirklich, oder? Nicht wirklich. Viele gehen einmal die Woche in die Kirche, um ihre Pflicht zu erfüllen. Es gibt immer Ausnahmen. Ich möchte das gar nicht betonen, wenn ich so pauschalisierend spreche. Auch ich kenne das. Einmal in der Woche trifft man sich zur Meditation. Pflichterfüllung. Man geht einmal die Woche in die Moschee, in den Tempel. Pflichterfüllung. Vielleicht nimmt man auch noch ein paar Bitten mit. Für unser ärmliches Leben, was wir fristen und die Wünsche, die uns nicht erfüllt werden. Es sind ja nur
elementare Wünschen, nach Gesundheit, nach, ich weiß nicht, anständige Partner, meine Kinder sind ungezogen, könntest du nicht was machen, dass die ein bisschen erzogener werden, ein bisschen braver werden. So gehen wir halt in diese Häuser, in diese Gotteshäuser, wie wir sie nennen. Und wir haben nie verstanden, dass wir das wahre Haus Gottes sind. Wir sind es. Keine Kirche, kein Tempel, keine Moschee dürften wir Haus Gottes nennen. Denn das einzige Haus Gottes sind wir Menschen. Wir haben die Verantwortung der gesamten Schöpfung gegenüber. In Liebe, Achtung und Respekt. Unser Leben hier zu fristen im Sinne Gottes. Daran sollten wir uns erinnern, an so Feste wie Ostern, Weihnachten oder sonstige Feste. In unserem Kulturkreis ist es so. Daran sollten wir erinnern, dass Leben niemals mit dem Vorgang des Tötens gefeiert werden kann. Wenn wir das tun, begehen wir die größten Sünden, die wir begehen können. Und wir glauben, dass all unsere Taten keine Rückwirkung haben, keine Konsequenzen nach sich ziehen. Doch irret euch nicht, Gott lässt seiner nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Und wenn wir den Tod sehen, dann werden wir den Tod ernten. Wenn wir Leid sehen, dann werden wir Leid ernten. Auch das sollten wir beherzigen. Auch darüber sollten wir uns Gedanken machen. So viele Menschen hoffen jetzt auf ein goldenes Zeitalter, auf ein göttliches Zeitalter. So viele Menschen. Aber sie wollen ihre Taten nicht ablegen. Ich habe mal zu jemandem gesagt, weißt du, Tiere töten, um sie zu verzehren, wird im neuen Zeitalter nicht mehr funktionieren. Ja, das geht nicht. Ich brauche ja mein Fleisch. Wie soll das funktionieren? Wie soll das funktionieren, wenn wir uns selbst nicht reflektieren? Wenn wir uns selbst nicht reflektieren in Bezug auf Liebe? Liebe kann doch nicht beschränkt sein auf etwas Körperliches, auf Menschen. Wenn wir von Gottes Liebe sprechen, sprechen wir von einer, wie heißt das so schön, allumfassenden Liebe. Allumfassend. Das heißt, dieser Begriff deutet darauf hin, dass alles, was Gott erschaffen hat, mit der gleichen Liebe bedacht wird, wie alles andere eben auch. Tun wir nicht, oder? Wir grenzen aus. Denn wie wäre es denn möglich, zu diesem wunderbaren Fest des Lebens Tiere zu opfern, zu schlachten für unseren Gaumengenuss? Das hat mit allumfassender Liebe nichts zu tun. Das sind so meine Anregungen zu Ostern. Und ich würde mir wünschen, wenn wir uns wirklich mehr und mehr darüber Gedanken machen, was Liebe tatsächlich bedeutet, was göttliche Liebe bedeutet, allumfassende Liebe bedeutet. Und was es bedeutet, dass Gott sich selbst in uns hineingesetzt hat, in einer Form, dass wir uns selbst als göttliches Wesen erkennen können. Und was es bedeutet, dass die gesamte Schöpfung in uns existiert. Das sind die wichtigsten, die fundamentalsten Bausteine, um das Leben wirklich zu verstehen. Und wir sollten endlich anfangen, das wahre Haus Gottes zu betreten und es nicht auszulagern in irgendwelche äußeren materiellen Gebäude. Wir sollten endlich in diesen Tempel Gottes eintreten. In dem Sinne, ich wünsche euch was und bleibt dabei, wenn ihr auf dem Weg der Selbsterkenntnis seid. Es ist das Wertvollste, was ein Mensch tun kann.